bist du ja! Los geht's! Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Na also! Woher wusstest du, wo wir sind? In dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll. Unverkennbar. Das ist die dunkle Seite von Shinra. Die dunkle Seite der Macht. Okay. Ja. Was sollte das? Interessant. Immer mehr Geheimnisse kommen ans Licht. Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Komm mit, Mieze. Cloud? Hast du gut gemacht. Wo müssen wir jetzt lang? Da hinten hin. Kümmere dich um Wedge. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Bix geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Auf. Sie sind zurück beim Planeten. Aber wir brauchen sie doch hier. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Barrett, ich glaube, du bist noch einen Ticken schwerer als er.
Danke. Wir schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira? Wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das! In einem Geheimlabor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris noch Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Ja, wir wissen ganz genau, wer da die Experimente macht. Jedenfalls die, die das Original gespielt haben. Okay, kann ich hier nichts machen? Nö, hier kann ich rein. Hier kann ich nichts machen, außer durch den Schlitz gucken. Und da ist nur Marlene. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein schönes Häuschen. Auf jeden Fall. Was muss ich denn jetzt machen? Hier eine schöne Küche. Ne, mit einem Kühlschrank, Mikrowelle. Und das ist mal ein Paco. Das ist mal ein Ofen hier. Gott, der Ofen ist ja größer als der Kühlschrank. Aber ansonsten ziemlich schick. Ach, guck mal, wer da ist.
Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, hab ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Eris? Oh. Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Dass du mir eine Blume gibst. Mhm. Sie steht für ein Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Wie unsere Heimat. Cloud, komm schon. Cloud. Du tust mir weh. Tut mir leid, aber heulen macht jetzt auch nichts besser. Wenn es dir hilft. Danke. Na, Claude, an deiner zärtlichen Seite müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und an deinem feinen Gefühl. Erst Marlene und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Eris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Machen wir. Siehst du, Mutter? Der Cloud ist doch gar nicht so ein schlechter Typ. Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Das sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Ja, ist das so schön mit dem Alltag. Kommt die Erfahrung. Jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken, nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen...
Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aeris zu retten. Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege... Schrittzähler? Ist da wieder Materie? Vision. Ach, da. Was ist das denn? Zählt sind die zurückgelegten Schritte mit. Vielleicht passiert ja etwas, wenn eine bestimmte Schrittzahl erreicht wird. Ernsthaft? Was soll denn dann passieren? Etwa Episode 2 erscheint am diesen und diesen. Wenn sie 5000, genau, wenn wir 5000 Schritte erreicht haben, kommt ein Fenster, das sagt Episode 2, Release Date. Keine Ahnung, irgendein Datum. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr getriggert, das mitzunehmen. Aber ja. Jetzt will ich es wissen. Er hat auf jeden Fall heilen, ja. Barrett und... Wir brauchen eigentlich nicht dreimal Heilzauber, das ist Schwachsinn. Komm, Barrett. Pack mal rein, den Schrittzähler. Oh, wir haben noch wieder einen abgeschlossen. Ja, tatsächlich. Okay. Ich lass mich mal überraschen. Wir vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Oh, schon wieder dieser Schmierfink. Naja, was soll man machen? Funktioniert die Materie ja gerade überhaupt, wenn das ein Barrett ist? Tatsächlich. Was ist hier los? Alles klar, alles klar. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum Mokri-Typen. Schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um.
wo wir hier eigentlich schon alles entdeckt haben, was es zu entdecken gibt. Oh, Kuchen. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Was ist das für ein Kuchen? Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht okay. Auf Bäumen. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert dich? Klingt lecker. Auf jeden das Fall. Uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins. Unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Genau. Komme, was wolle. Das Feuer in uns brennt weiter. Ja, aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Okay. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten sehen, sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt ist? Die Welt wird immer gefährlicher. Jeder braucht eine gute Waffe. So, Waffenmodifikation. Tiefer. Mithril-Clown. Oh. Kampfrausch-Sphäre. Platziert eine magische Sphäre vor Tifa, die bei Kontakt Schaden verursacht. Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Aus. Schauen wir doch mal. Okay. Ja. Sieht sehr lecker aus. Das kann ich mir vorstellen. Schaden. Überschallfeuchte. Oh,
Oh. Oh. Am Beginn des Kampfes erhöht sich mit bestimmter Wahrscheinlichkeit die Stufe von Entfesselung. Oh. Ja, immer her damit. Elementarabwehr, statusresistent. MP-Verbrauch von Angriffsmagie, minus 20%. Nehmen wir auch mit. Ja, sonderlich stark sind die Mithril-Klauen vom Angriff her nicht. Da ist der Schlagring bisher noch die stärkste Waffe, die wir haben. Sagt hier unser. Wo sind Sie nur? Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Hey, jo, immer doch. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Zeig mal her, was hast denn du so? ATB-Schock. Na dann. Jo. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Gerne. Shiva haben wir ja schon. Komm, machen wir mal den Schokomoppel. Oder Schokomoppel. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an.